Schauen wir nach, aus welchen Teilen das Schöwe Aqua Bewässerungssystem besteht. Fangen wir mit dem Öffnen der Verpackung an. In dieser Verpackung findet man drei Elemente und den Bewässerungsschlauch. Dieser Schlauch ist 10 Meter lang. Das erste Element dient dazu, dass man dieses an einer Wasserleitung oder an einer anderen Wasserentnahmestelle anschließt. Wie wir sehen können, handelt es sich dabei um einen Schraubenmechanismus. Damit verbindet man den Bewässerungsschlauch. Mit einer ganz einfachen Bewegung klemmt sich dieses Element an den Schlauch und das Teil ist nun montiert. Das andere Ende montiert man mit Hilfe eines Gartenschlauchs an einen Wasserschlauchanschluss. Hier handelt es sich ebenfalls um eine Schraubenkonstruktion. Danach haben wir zwei Möglichkeiten. Man kann entweder noch weitere Schläuche mit einem Verbindungsstück zusammenschließen und dadurch eine Länge von 20, 30 oder sogar 50 Metern erreichen, oder man schließt das Ende mit einem Endstück ab. Hier können wir eine Verlängerung sehen. In diesem Fall kann man ein Verbindungsstück wieder genauso einfach und schnell wie vorhin mit einer Schraubvorrichtung einbauen und dadurch zwei Bewässerungsschläuche miteinander verbinden. Wie ich bereits erwähnt habe, benutzt man zum Abschließen des Bewässerungsschlauchs das Endstück, indem man den Schlauch mit diesem Element einfach zusammenschraubt. Wir haben unser Bewässerungsband durchgeschnitten, damit Sie sehen können, welches Geheimnis sich dahinter versteckt. Es ist eigentlich gar kein Geheimnis. Dieses rosafarbene Band ist dafür verantwortlich, dass der Druck das Bewässerungsband nicht kaputt machen kann und dass das Wasser gleichmäßig in die Erde rinnen kann. Nach dem Montieren wird das Bewässerungssystem nun ausprobiert. Wir sehen, in welcher Intensivität dieses System tropft und wie sehr es den Boden feucht halten kann. Dies ist für unsere Pflanzen ganz wichtig. Dieses Bewässerungssystem muss mit einem Druck unter einem Bar verwendet werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man es nicht direkt mit dem Wassernetz verbindet. Wenn man aber nur diese eine Möglichkeit hat, sollte man den Wasserhahn nie ganz aufdrehen. Den Druck kann man so kontrollieren, dass man den Schlauch mit zwei Fingern zusammendrückt. Lässt sich der Schlauch ganz leicht zusammendrücken, hat man auf jeden Fall weniger als ein Bar Druck. So bleibt das Bewässerungssystem langlebig. Thank you.